Herzlich willkommen bei Fitorial und mal wieder Kochen mit Vanessa. Heute steht zur Debatte, macht Fett Fett? Ja, genau. Und wir haben uns ein Gericht ausgedacht und werden währenddessen über dieses fette Thema sprechen. Ja, genau. Es gibt Lachs. Mit Brokkoli und Reis. Und Reis. Gut. Genau. Heute habe ich auch ein bisschen was zu tun hier. Ja. Genau. Ich würde gerne mit dem Reis anfangen, weil das dauert ein bisschen länger. Ja, das ist am klügsten. Wir machen mal jetzt es so, dass wir den Reis in Kokosfett anbraten. Roh anbraten, ja, das ist deine Spezialität. Ja, das machen die Türken so. Ich habe jetzt mal einen guten Teelöffel. Das kannst du dosieren, wie du normales Fett dosierst. Was hat es mit diesem Kokosfett auf sich? Ist das irgendwie besonders toll oder? Also das ist besonders gut zum Anbraten, zum scharfen Anbraten. Also der sogenannte Rauchpunkt von dem Kokosfett liegt bei 200 Grad. Ist das hoch? Ja, das ist sehr hoch. Okay, das heißt, man kann mit hoher Temperatur anbraten, ohne dass es dieses anfängt zu rauchen, was dann wieder wahrscheinlich krebserregend wäre. Genau, wenn man jetzt kaltgepresste Öle nimmt, die sind nicht so hoch erhitzbar, die nimmt man eher für Salat oder so. Das riecht sehr gut und bringt halt nochmal so einen schönen asiatischen Geschmack irgendwie, wenn man so asiatische oder Fisch eben jetzt mit Brokkoli macht. Dann passt das sehr gut. Also zu Rindfleisch würde ich es jetzt nicht benutzen. Also manche sagen, das ist geschmacksneutral. Ich finde mal, das hat einen leichten Kokosgeschmack. Okay, also es riecht auf jeden Fall nach Kokos, das kann ich bestätigen. Ja, so, genau. Ich mache es immer so, ich mache das Fett heiß. Jetzt haue ich den Reis hier rein. Mhm. Ich habe eine Tasse Basmati-Reis genommen. Ja. Jetzt schwenke ich den hier so ein bisschen in dem Fett, dass er schön von allen Seiten schön glänzt. Und wir haben schon wieder das Rauchproblem. So. Hinten, das kocht auch schon, das brauchen wir nicht. Und ich mache es dann immer so, dass ich eine Tasse Basmati-Reis, zwei Tassen Wasser. Ja, ja, genau so ist es. Das ist so die Menge, ich glaube, das schreiben die auch drauf. Ja, genau. So, dann lasse ich das hier einmal kurz heiß werden. Du kannst ja währenddessen schon mal den Brokkoli klein schneiden. Stimmt, genau, das mache ich. Da ist ein bisschen hingestellt, da. Kannst du da schneiden. So. Wir haben uns überlegt, den Brokkoli zu dünsten. Ja. Dünsten! Nicht braten! Nicht braten! Und danach dann noch trotzdem nochmal anbraten. Den Hinterher dann zu braten! Ja. Damit wir alles Gesunde wegmachen. So, der Reis ist jetzt relativ heiß in diesem Kokosfett. Das müsste jetzt auch, wenn ich das Wasser reinkippe, ordentlich zischen. Jupp! Und jetzt gebe ich mal ein zweites Glas Wasser dazu. So, damit das Ganze auch ein bisschen Geschmack bekommt, Salz rein. Da muss man jetzt aufpassen, man kann Reis im Gegensatz zu Nudeln sehr gut versalzen. Das stimmt. Also ich haue jetzt hier mal eine gute Prise rein. Und ja, man kann es auch kurz abschmecken. Ist optimal. Hat so einen leicht salzigen Geschmack, das Wasser, aber nicht zu salzig. Was ich jetzt mache ist, ich koche den ganz kurz auf, also ich lasse den Herd auf voller Stufe. Sobald das aber gekocht hat, den Herd auf Stufe 1 zurückdrehen und dann einfach warten, bis das Wasser weg ist und dann ist der Reis fertig. Einfacher geht's nicht. Also viele kochen ja den Reis und schütten dann das Wasser weg, ne? Ja, ja, wie bei Nudeln. Genau, so mache ich das nicht. Mhm. Na, cooler. Dann können wir den Brokkoli schon reintun, ne? Ja, den Brokkoli, wie gesagt, dünsten wir. Wir haben dafür so eine tolle Vorrichtung. Eine Eisengedönsablage, irgendwas. Was heißt dünsten im Vergleich zu kochen? Es ist einfach im Wasserdampf. Genau, ist schonender. Ja. Im Wasserdampf wird es gegart und nicht im Wasser selbst. Das heißt, wir spülen nicht alle Nährstoffe einfach raus. Ich glaube, das war so der Gedanke dahinter. Ja. So. Jetzt drauf, da hinten auf leichter Stufe. Gut. Okay, genau. Den Fisch?
Ja, den Fisch wolltest du noch in Paniermehl Mache ich. kurz, also Paniermehl ein bisschen drüber? Wir machen dasselbe auch wieder in Kokosfett gleich, ja? Ja, Okay. genau. Also, wie gesagt, man nimmt diesen Fisch Genau. hier, der hat eine Fleischseite, wo sind wir das hier, Fleischseite und eine Schuppenseite. Und die, ich wollte schon fast Fett draufkitten, die Fleischseite, die benetzen wir jetzt einmal schön mit Paniermehl, Dann wird er auch schön knusprig. damit der knusprig. So, beide Seiten einmal schön. Und damit das Ganze auch ein bisschen Geschmack bekommt, gibt es zu dem Paniermehl nochmal eine Prise Zucker, Salz. Zuckerwerk, also gezuckerter Fisch. Ja. Ja. Ich bin jetzt auch hier so ein bisschen grob gewesen, weil das meiste rüttelt sich gleich eh ab. Ja, Also, ne? also beim vielleicht, also Paniermehl ist ja jetzt wieder so, Paniermehl, ungesund. Ist das so? Aber Aber es ist ja ganz wenig. ja, also es ist wirklich wenig und es wird einfach nur ein bisschen knuspriger dadurch. Ja. Okay. So, jetzt überlege ich gerade wegen Zeit. Ich überlege wegen Zeit. Der Reis braucht seine, kocht er 12 schon? Minuten. Ja, 12, 15 Minuten. Der Fisch eher so 8 bis 10, würde ich sagen. Ich schätze von jeder Ja. Seite 4 bis 5 Minuten. Auch nicht zu heiß. Ich habe die Platte jetzt so zwischen 2 und 3. Wenn man den Fisch zu heiß brät, dann kommt da das Eiweiß Ja, heraus, dann genau. stockt das so. Nicht schön, Ja, nicht schön, verliert auch an Geschmack. das stimmt. Deswegen können wir das ja erstmal abwarten. Ja. Und Dim, 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 dim. aber ich kann ja währenddessen noch mal was übers Kokosfett Ja, sagen. bitte. Der Clou an dem Kokosfett ist ja, dass das, also man nimmt am besten immer nativ kaltgepresstes Kokosfett. Kann man das hier sehen? Nee, Weiß nicht. das ist nicht in der, nicht scharf, Ach so, aber ah, so okay. hier vielleicht. Ah, okay. Ja. Ich glaube dir einfach mal, steht da drauf, nativ Genau. und kalt gepresst. Genau. Nativ und kaltgepresst bedeutet eigentlich, man kann es nicht zum Braten nehmen. Ach so. Aber Kokosfett ist halt speziell, weil es ist, also es gibt gesättigte und ungesättigte Fettsäuren, Fette, und das ist von Natur aus gesättigt. Okay. Und deswegen kann man das so stark erhitzen. Ja. Ja. Und Das sind gesättigte Fettsäuren hauptsächlich da drin. ja, genau. Und welche waren die Da, besseren? die besseren, ja, sind in Anführungszeichen die ungesättigten. Stimmt, da steht's. Fett 99,9 Gramm von 100, also alles. Und davon gesättigt 92. Ja. Also 92%, also fast alles Genau. ist gesättigt. Deswegen kann man das aber so stark erhitzen. Und Okay. also dass gesättigte Fettsäuren ungesund sind, ist jetzt mittlerweile so ein bisschen widerlegt. Also es gibt verschiedene aktuelle Studien, die das widerlegen. Also die gesättigten Fettsäuren sollen ja den Cholesterinspiegel in die Höhe treiben. Ja. Aber es hat sich herausgestellt, dass das nicht so ganz stimmt. Also Wie immer stimmt es dann irgendwann doch nicht ja, mehr so ganz. und die Menge macht's natürlich. Das ist ja eh eine Erkenntnis, die wir hier auf Fittorial haben. Ja, Die genau. wird sich in so ziemlich allen Videos widerspiegeln. Ja, Die ja. Menge, die Dosis ist entscheidend. Ja. Egal ob beim Essen, beim Sport, bei der Regeneration. Genau. Es ist immer Ja. Frage, wie viel. Und das Thema Fette ist halt wirklich kompliziert. Es kommt auf die Herstellungsart an und dann kommt es auf die Qualität an, die natürlich auch mit der Herstellung einherspielt. Und grundsätzlich unterscheidet man eben gesättigte, ungesättigte Fettsäuren. Dann gibt es bei den ungesättigten Fettsäuren noch eine Unterscheidung in einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind die interessanten. Okay. Das ist einmal Omega, gibt es noch eine Unterteilung, Omega-6 und Omega-3. Stimmt, da kann man diese Fischwerbung mit Omega-3, der Genau. Omega-3-Fisch. Ja. Und wir haben, und das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis sollte in einer guten Balance stehen. Okay. Und wir haben meistens zu viel Ja. Omega-6-Fettsäuren. Und das fördert Entzündungsprozesse, Kreislauferkrankungen, Herzinfarkt und sowas. Okay. Und das ist halt viel, also ja, auch in Fertigprodukten und so weiter drin. Und auch in viel, wenn man viel Fleisch konsumiert. Also da Okay, ist viel da mache ich ja zum Omega-6. Glück gar nicht. Fleisch und Nee. Milchprodukte, da ist viel Omega-6 drin. Ah, okay.
Und Omega-3 ist halt viel in Fisch. Deswegen Ja. macht Fett Fett. In dem Fall jetzt ist das gutes Fett, was wir verwenden. Genau, das ist gutes Fett, weil das ist auch nochmal der Clou an der Sache, dass Omega-3, man sollte so Omega-6 zu Omega-3 5 zu 1 haben, also 5 Teile Omega-6 und ein Teil Omega-3, so sollte der Tag aussehen. Okay. So, ne? Also das Verhältnis. Bei uns ist es meist, also bei uns ist es oft 20 zu 1 oder so. Okay, aber niemand hat ja Bock, irgendwie mit dem Taschenrechner zu essen. Ja, Also das genau. heißt, man muss da irgendwie so ein bisschen ein Gefühl für entwickeln, einfach wo ist mehr von dem Guten drin, wo ist Genau. viel von dem Schlechten drin, um sich Ja. dann bei der Ernährung einfach so die Frage selber zu stellen, jetzt esse ich heute zum 5. Mal Chips zum Mittag, Ja. ist das vielleicht optimal oder Nicht so, nicht? ja. Ja. Und deswegen heute, wir haben uns überlegt, mit dem Fett Reis, grundsätzlich sehr unfettig, Brokkoli, gar kein Fett, Ja. der Fisch, guter Fett, Guter Fett. guter Fett, das ist richtig guter Fett, Gutes Fett, ja, gutes genau. Fett drin. Ja, und das Fett macht eben nicht Fett, weil Omega-3 Fettsäuren, die ja, verhindern im Körper die Fetteinlagerung. Okay, obwohl es Fette sind. Ja, Das ist ja genau. fancy. Ja, deswegen sollte man ein gutes Verhältnis dazu haben, ne? Und Ich habe ein ganz Omega-6. gutes Verhältnis zu Omega-3. Ich verstehe mich Bombe mit dem. Also, ich fange hier einfach mal an. Ich habe Genau, Bock, mach was zu mal. kochen. Ja. So. Ja, weil Omega-6 ist halt ja, viel mehr Okay. vertreten und deswegen Wo ist ist das das denn halt so zum wichtig. Beispiel drin? Wie gesagt, Chips oder was? So ganz normales Ja, Sonnenblumenöl oder wie ist das? also Sonnenblumenöl hat wirklich sehr, sehr viel Omega-6-Fettsäuren und ganz, ganz wenig Omega-3. Deswegen viele sagen so, Pflanzenöl, Sonnenblumenöl ist so ganz ist super, aber ist so semi-super. Okay, ist gar nicht so super. Nee, nee, nee. Mensch. Da ist dann so ein Rapsöl schon ganz gut, weil das Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren Ah, okay, verhindert. also Rapsöl ist schon mal besser Ja, als meistens so Sonnenblumenöl. 1 zu 2 in der Mischung. Genau, ja. Mir fällt gerade auf, dass die Pfanne viel zu klein ist für den zweiten Fisch. Ja, Aber ist den so. brauchen wir ja für unser eigentliches Essen hier auch nicht. Also wir planen ja eigentlich hier unsere Mahlzeiten für zwei Personen. Ich würde sagen, so ein Fisch hier, der reicht für zwei Personen. Der würde Wir für kriegen zwei. noch Besuch von Melli. Ja. Deswegen machen wir noch einen Fisch. Ja. Aber grundsätzlich Würde der schon würde reichen. das so So reichen. 300 Gramm, das reicht. Ja. Ja, wie gesagt, also ihr seht das hier so bei Stufe 2, den jetzt einfach von der Seite ungefähr 4 Minuten braten, dann andere Seite auch nochmal 4 Ja. Minuten, dann sollte der in der Mitte nur noch halt, also sollte immer noch rosa sein, aber nicht mehr so glasig, ne? Weil das Glasige ist es wirklich roh. Man kann auch Fisch roh essen, aber Kann man auch, ja. ne, Leute roh und so essen, da sind die manche ein bisschen unentspannt. Aber wie gesagt, deswegen nicht so, auf keinen Fall zu heiß machen, sonst kriegt er seine weißen Flocken da Ja. und das ist nicht so gut. Ja, genau. Ja, jetzt gibt es gerade eigentlich nichts zu tun. Wir warten, bis das Wasser beim Reis verdampft ist. Wir warten, bis das hier fertig gedünstet ist. Was machen wir danach noch damit? Also wir können den Brokkoli, wenn der ein bisschen Geschmack davon annehmen soll, kann man den natürlich auch mal in der Pfanne kurz schwenken. Ja. So, wir sehen jetzt, dass der, versuch's mal zu drehen, so, der Lachs, sieht man das, bis zur Hälfte ungefähr gegart ist. Naja, das sieht man nicht gut. Ich werde ihn jetzt mal wenden Dem Pfannenheber. mit dem Pfannenheber, mit dem Allrounder-Pfannenheber. Das ist der kleine. Nehmen wir jetzt das Holzding hier. So. Sieht sehr schön aus. Das habe ich gut hingekriegt, ne? Ja. Genauso wie man es haben möchte. Goldbraun, nicht verbrannt. Genauso will ich es haben. Mit der Panade schön kross. Ja. Ja, wir haben noch eine zweite Pfanne Sehr schön. dazugestellt, damit die Melli auch noch was abbekommt. Können Gut. wir den Brokkoli nicht eigentlich jetzt, Der der ist müsste schon. eigentlich gut sein. Ja, der ist schon ziemlich lang. Gucken wir mal, was der Brokkoli so macht. Mag den am liebsten, wenn er noch so ein bisschen bissfest ist.
Das scheint mir auf jeden Fall essbar zu sein. Sollen wir den in eine Schüssel tun? Mhm. Ich tu das mal hier rüber tun. Tu das mal. So. Ist der gut oder ist der noch nicht durch? Ah doch, ich finde den gut. Ja. Ja, gut. Cool. Der ist nur überraschenderweise total heiß. Mensch! Okay. Wollen wir den anbraten oder wollen wir den einfach mit Salz und Pfeffer? Können wir auch machen, ja. So ist er jetzt brutal gesund. Ja, das ist brutal. Brokkolital gesund. Krass, dieses Ding in der Mitte ist auch total heiß. Ja, das hätte ich mir fast gedacht. So. Also hier haben wir unseren gedünsteten Brokkoli. Das Schöne ist echt, der hat ja noch eine richtig tolle Farbe. Ja, da kann man jetzt auch ein bisschen Sojasauce drüber machen. Mhm. Gute Idee. Ja, schmeckt der auch noch was. Schmeckt der auch noch was. Blöde Brokkoli. Was macht denn unser Reis? Ah. Der sieht auch wundervoll aus. Jetzt muss man beim Reis, um zu wissen, ob er fertig ist, rein, zur Seite ziehen und gucken, ob das Wasser komplett weg ist. Ist noch nicht. Ist noch eine ganz kleine Spitze. Das heißt, wir lassen den noch weiter. Aber ich habe auch schon jetzt festgestellt, wird super fluffig. Ja. Und wie gesagt, ist einfach fertig, wenn das Wasser verkocht ist. Ja, genau. So mache ich es auch mal. Ist eigentlich viel einfacher, als das Wasser dann abzuschütten. Und ja, finde ich auch. Also auch so, dann ist der Reis jetzt fertig, ist das jetzt schon so weit. Ja. Ne? Nö, einfach zwei Tassen rein, kurz einmal aufkochen und dann auf niedriger Flamme. Genau. Ja. Bis zum Ende. Ich mache mir das für mich selber auch immer in so einen kleinen Topf und den Topf, den stelle ich dann auch gleich in den Kühlschrank, wenn ich das dann noch aufbewahre. Also ist eigentlich mega praktisch. So, der Fisch im Übrigen ist fertig. Ja, der ist jetzt gut. Der ist einmal ein komplett durch. Wir können einmal gucken, wie sieht der denn von der anderen Seite aus. Ja, auch sehr schön. Ja. So. Dann können wir den jetzt da drauf geben. Wundervoll! Wenn wir das ja auf der Platte hier weiter kochen. So, das hier aus. So. Der ist noch nicht ganz durch. Ja, das war's im Prinzip. Schön. Ne? Ja. Dann gibt's vielleicht noch ein schönes Foto vom fertigen Gericht. Ja. Ich danke dir. Bitteschön. Auf Wiedersehen. Tschüss.